Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und bevor ich hier mit Gestart und Gorn quatsche, werfe ich mal einen Blick hier nach hinten, ob es hier denn auch weitergeht. Und das sieht mir nicht danach aus. Schade. Aber, okay, doch nicht. Ich dachte, ich kann von hier runterspringen in den See da unten. Aber nein. Das funktioniert so nicht. Nun denn, Biff, bist du noch da? Fall nicht runter. Und dann würde ich mal sagen, hallo Gestart. Hey. Wie sieht's aus? Mutig von dir, hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper, alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht, hat mir ein Typ namens Wolf angefertigt. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Hab ihm ein paar Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Wo ist dieser Wolf jetzt? Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Damals war er einer der Söldner hier in der Kolonie. Vermute, dass er immer noch mit den Jungs rumhängt. Ja, den kennen wir doch, den Wolf. Der ist bei den... Bei den Söldnern, bei Onas Hof. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Sicher, warum nicht? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. So, Drachenblut, Drachenschnuppen, Drachensnapperhorn. Ja, okay, okay. Crawlerplatten. Will ich so eine Rüstung? Eigentlich ja nicht, weil ich bin ja eigentlich Magier. So eine Feuerzunge wäre natürlich interessant. Ich denke mal, die wäre alchemistisch interessant. Andererseits, wenn ich noch eine Stufe aufsteige, kann ich den Lernpunkt halt für Mana verwenden. Ich würde mal lieber abwarten, wie es mit Mana aussieht, ob ich den einen Lernpunkt brauche oder nicht. Nicht, dass mir dann am Ende ein Lernpunkt fehlt, um mein Mana zu steigern, bevor ich noch eine Stufe aufsteige. Das wäre sehr ärgerlich. Hier hast du dich also verkrochen. Du bist auch nicht klein zu kriegen, was? Niemals. Hast du schon Beute gemacht? Ich warte noch. Ich habe den Eindruck, dass da oben in der alten Felsenruine was zu holen ist. Nachts brennen dort Lichter und ich kann Schreie hören. Ein Drache? Höchstwahrscheinlich. Die Hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte Schatzkammer des Königs. Leider ist das der einzige Weg zur Festung. Als ob die Drachen noch nicht schlimm genug wären. Sie haben anscheinend noch einige weitere Unholde im Schlepptau. Was für Unholde sollen das sein? Ich habe sie noch nicht richtig erkennen können. Aber sie sind aufrechtgehende Wesen mit schuppiger Haut. Sie streifen über die Felsen wie Snapper, die eine Beute gewittert haben. Ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören. Ich glaube, sie haben die ganze Ebene da oben in Beschlag genommen. Ja, die kennen wir schon. Das sind die Echsenmenschen. Was ist mit den Orks? Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Die Barrikade, die sie da unten errichtet haben, soll irgendwas verbergen. Ich vermute, es haben sich schon Massen von ihnen dahinter versammelt. Du meinst noch mehr, als ohnehin schon hier sind? Würde mich nicht wundern, wenn sie eines Abends ihre Palisaden abreißen, in Scharen über den Pass marschieren und das ganze Land überschwemmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding. Wenn das passiert, muss ich zurück und Lee warnen. Er will ohnehin von der Insel verschwinden. Spätestens dann wird's Zeit, Mann. Kannst du mir helfen, in die Festung zu kommen? Ich weiß nicht so recht. Ich habe Angst, dass die Orks genau in dem Moment losschlagen, wenn ich gerade nicht hinsehe. Das ist Paranoia. Kann's nicht ändern. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich zu spät käme, verstehst du? Andererseits, was soll's? Wozu bin ich hergekommen? Lass uns die Ebene stürmen und den Weg zur Festung freikämpfen. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Außerdem will ich mir die Biester da oben mal aus der Nähe ansehen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Ja, also, Sekunde. Ich habe gesehen, mir fehlt 5 Mana. 5 Mana. Ja, das kann potenziell
schon mal den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Allerdings, wenn ich jetzt 5-mal Wein trinke, wird es schon eine Weile dauern. Oh Mann! Gibt's nichts, was ich irgendwie schneller trinken kann? Wacholder? Nee, auch nicht. Ach, die brauchen alle so lang. Komm, dann trinke ich halt wie ein echter Mann Milch. Wobei die eigentlich auch Lebensenergie gibt. Ja, jetzt geben die alle irgendwie dann Wein. Komm, da geht am wenigsten. Ja, komm, ist gut. Komm, ist gut, ist gut. So, Mana ist voll. So, und los geht's. Lass uns angreifen. Wie in alten Zeiten, was? Aber ich sag dir was. Das wird meine Schlacht. Diesmal werde ich vorangehen. Okay. Dann mal los. Cool auch, dass Gestalt sich überhaupt nicht dran aufregt, wenn ich hier Magie in der Hand halte. So wie ja das die ganzen NPCs üblicherweise so ein bisschen tun. Gut, wenn Gorn vorausgeht, dann werde ich mal lieber nicht den Flächenzauber, nämlich den Feuersturm in der Hand halten. Ein Mistvieh weniger. Okay, also wenn da jemand in der Schusslinie ist, dann wird er auch bei dem Blitzschlag getroffen. Das ist bescheuert. Ach, komm schon! Was? Ganze Scheiße. Was zum Henker war das denn? Da ist nichts zu. Der Weg war frei. Der Weg war aber sowas von frei, Mann. Absolut frei war der Weg, sage ich euch. Absolut frei. Oh je. Ganz schön angeschlagen, beiden. Da ist nichts zu holen. Ganz schön angeschlagen. Okay, Gorn heilt sich selber. Sehr gut. Ich geb mal Biff ein paar gute Heiltränke. Komm schon, Gorn, wart kurz. Ich brauche hier länger, um ihn zu heilen. Ja, komm, das reicht. Weil so ein Echsenschwert. Nichts zu plündern. Die Echse selber hat leider nichts dabei. Gorn, wo bist du? Ach, da unten. Okay. Ups. Das erklärt natürlich auch, warum da jemand getroffen wird. Da fliegt nämlich so ein Bolzen einfach voraus und wenn er trifft, dann schlägt der Blitz von oben ein. Okay. Okay, das erklärt natürlich, wie gesagt, warum hier Leute, die im Weg stehen, getroffen werden. Bin mir nicht sicher, ob das so sollte, dass Gorn hier einfach drauf geht. Und dass Biff drauf geht, ist sicherlich, ist garantiert nicht gewollt. Ich weiß ja nicht. Irgendwie. Nee, das wird so nix. Weg hier, weg hier, weg hier. Hilfe. Andererseits, so ganz alleine habe ich hier ohnehin keine Chance, ne? Tja. Dann würde ich mal sagen, ich stelle das Ganze nach. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich bin ein bisschen früher wieder eingestiegen, weil ich beim letzten Mal hier, als ich mit Gorn gesprochen habe, eine Kleinigkeit übersehen habe. Er hat gerade gesagt, dass da oben nachts Feuer brennt und er Geräusche hört. Das könnte ja auch Lester sein. Vielleicht ist es Lester, der in seine alte Felsruine zurückgekehrt ist. Kann nicht sein. Soviel ich weiß, wohnt Lester dort oben nicht mehr. Naja, okay. Ich hatte mir da ehrlich gesagt ein bisschen eine witzigere Antwort vorgestellt. So, jetzt, genau, lass uns angreifen. Sehr schön. Hups, mir fehlt 5 Mana. Die habe ich jetzt nicht aufgefüllt. Egal, ich speichere jetzt nochmal ab. Und dann schauen wir mal, ob wir das da nicht hinkriegen. So, die ganzen Pflanzen lasse ich mal sein. Die kann ich bei Gelegenheit noch einsammeln. 1, 2. Wollt ihr wohl damit aufhören? Was? Rennst du mir mitten in die Schusslinie, während ich gerade zaubere, und haust mich dann um dafür, dass ich dich getroffen habe? Du bist ja auch selten dämlich, oder?
Meine Fresse. Reg dich mal ein bisschen ab und stell dich mal ein bisschen besser an. Nicht so blöd bitte, ja? Danke. So, 1, 2, 3. Den schaffst sogar du, Gorn. Den schaffst sogar du. Also fast tot ist. So, dann schlucke ich mal hier eben 2 Tränkchen. Und dann geht's weiter. Bevor Gorn hier zu viel Schaden nimmt, helfe ich ihm mal hier fleißig aus. So, dann das gleiche wieder. Ein 50er, ein 75er. Das sind halt 5 Punkte verschwendet. Was soll's? Okay, Gorn heilt sich. Das heißt, ich kann Biff schnell noch zumindest einen Trank geben. Und weiter geht's. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle einfach mal eine Runde speichern. Denn bis hierhin lief's ja eigentlich ganz gut. Ich frage mich allerdings, ob das hier nicht doch ein bisschen zu viele Echsenmenschen sind, so für Gorn alleine. Ich schwäche ihn mal den einen. Sehr schön. Dann hätte ich hier noch einen Blitzschlag für den hier. Sehr schön. Dann muss ich auch noch wieder schnell meinen Mana auffüllen. Und eigentlich würde ich hier gerne auch speichern, wenn es ja gerade so gut lief und er fast keinen Schaden gekriegt hat. So, und dann... So, Gorn, komm, den schaffst du. Biff? Der ist für dich. Genau. Sehr gut. Kommt schon, Jungs, ihr schafft das. Sag ich doch, wir schaffen das. Wow, hey. Ein Mist viel weniger. Siehst du mal, wenn ich hier ein bisschen mithelfe, dann funktioniert es ja doch relativ gut. Gorn hat immer noch nicht genug, wie es aussieht. Verdammt! Der gab keine Erfahrung. Nein, Moment. Moment. Wenn ich gerade gespeichert habe, dann lasse ich mir den Spaß hier nicht nehmen, den auch wirklich zu töten und die Erfahrung zu holen. Ein Mist. Komm her. Davon dürfte er nicht sterben. Nee, nur so fast. Genau, und dann Gorn und macht platt. Sehr schön. War ja ein Kinderspiel. So, mein Freund. Den Rest musst du allein erledigen. Halt's ihn ordentlich ein. Ich werde zurückgehen. Die Orks im Auge behalten. Alles klar? Kein Problem. Ich sehe dich. Hoffentlich. Natürlich sehen wir uns. Viel Erfolg beim Orks beobachten. Und jetzt werde ich erstmal Hilf einen Heiltrank geben. Dann kriegt er nochmal. Brauchst du Heilung? Ja. Einen kleinen. Sehr schön. So, ich brauche 30 Mana. Das heißt, ich schnappe mir hier mal 2 von denen. Und dann brauche ich 109 Lebenspunkte. Moment, 2 Beeren. Da brauche ich noch 99 und dann kriege ich 2 50er. Und dann passt das. Sehr schön. Und ich wundere mich, warum die Echsen nichts dabei haben, außer ihrem Schwert. Da ist nichts. Ich meine, dass sie keine Rüstung brauchen, das sehe ich ein. So ein dicken Schuppenpanzer, der angewachsen ist, würde ich mir wahrscheinlich auch keine Rüstung anlegen. Biff, mach bitte keinen Unsinn, fall hier nicht runter. Hoffe ich jedenfalls. Biff! Komm schon, Biff, bitte nicht. Nein, Biff, sei da. Sei noch da. Bitte, Biff, geh nicht verloren. Biff? Hab ich den jetzt verloren? Den wird gerade eine Waffe gezogen. Aber ich fürchte, ich habe hier gerade Biff verloren.
Hä? Nein? Warte, sie lebt noch. Sie hat gerade irgendwas getötet. Ach, da unten. Ach, da unten. Ja, das Problem ist halt, er kommt hier nicht mehr hoch. Das heißt, ich muss hier eigentlich... Ich bin hier eigentlich gezwungen zu laden. Oder halt selber mit ihm runter zu ihm runter zu springen und dann mit ihm gemeinsam den Weg zurückzusuchen. Ich weiß noch Folgendes, wenn ich weiß, Gorn ist noch hier, holen wir uns mal eben den hier nochmal. So, und solange Gorn nämlich noch... Oh, ist das laut. Solange Gorn noch auf meiner Seite steht und sich nicht verabschiedet, werde ich mal hier zumindest noch ein bisschen diesen anderen Weg freiräumen zu versuchen. Hilft das für dich? Komm schon, Biff, mach dich nützlich. Sehr gut. Und dann haben wir hier nämlich noch einen. Und den würde ich dann gerne zu Gorn zurücklocken. Okay, die würde ich gerne zu Gorn zurücklocken. Andererseits, okay, wenn Biff jetzt hier so alleine sich prügelt. Solange er mich verfolgt, klappt das. Okay, jetzt klappt es nicht mehr. Hä? Geht doch. Hey, ich habe selber einen umgelegt. Cool. Okay. Dann, kriegst du mal noch einen großen Haltrank. Hast du gut gemacht. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. So, ich brauche wieder... Was? Ich brauche schon wieder genau 100... Nee, 209 diesmal. Wer macht hier so krumme Schadenszahlen? Wer macht denn so einen Blödsinn? Mal ehrlich. Nee, mal gar nicht. Ja, okay. Da unten ist Gorn, will sich verabschieden. Das heißt, ja, da unten werde ich eh noch mal hin müssen. Ich schaue mich einfach mal hier so noch ein bisschen um. Ich meine, ich habe ja Biff bei mir und... Oh Gott, so viele Echsenmenschen. Ich höre was schnauben. Das könnte ein Schattenläufer sein. Ich glaube, da links ist eine Höhle. Und ja, das scheint mir ein Schattenläufer zu sein. Nein, ein Feuerwaran. Oh, und Echsenmenschen. Oje, oje. Das geht nicht gut. Das geht gar nicht gut. Okay, gut gemacht. Da ist nichts zu. Okay, Biff, weißt du was? Lass mal gut sein. Lass mal gut sein. Wir gehen zu Gorn. Boah, habe ich gerade Fettschaden eingesteckt, hey. Und das mal so, 120. Und dann brauche ich noch 70. Also genau so. Und dann passt das ja. Außerdem brauche ich 90 Mana. 90 sind aber, glaube ich, 75. Und 15. Also passt auch das an dieser Stelle. Die Heilwurzel nehme ich noch hier mit. Ansonsten wächst hier aber, glaube ich, erstmal nichts mehr. Nee. So, bevor ich jetzt hier rübergehe und Biff wieder runterfällt, speichere ich lieber nochmal eine Runde. Bevor ich mir die ganze Erfahrung hier wiederholen muss. Ach ja, richtig, ich erinnere mich. Da oben war ja letzter. Im ersten Teil. Ach, siehst du mal. Hat Gorn hier tatsächlich gerade noch einen Echsenmenschen umgelegt und mir Erfahrung verschafft. Vielen Dank dafür. War ja ein Kinderspiel. So. Kein Problem. Hoffentlich. Das kennen wir. Hoffentlich sehen wir uns nochmal, aber klar sehen wir uns nochmal. Gorn, dich kriegt keiner klein, außer zu viele Echsenmenschen auf einmal, wenn ich dir nicht genug helfe. So. Gut. Wir sind hier erfolgreich rübergekommen, das heißt, auch hier speichere ich, um den Fortschritt zu behalten. Nicht, dass Biff wieder runterfällt und nicht laden muss oder so. Oh oh. Steingolem! Och, guck mal. Nichts zu plündern. So stark war der ja gar nicht. So stark war der nicht. Tja, na dann. Ja, da geht's. Die Eisgolems waren irgendwie wesentlich stärker. Moment, Eisgolems vom Eisdrachen? Ist dann hier ein Steindrache? Schätze ich doch mal. Wenn der hier Steingolems hat. Oh oh. Gibt's da nicht noch einen. Ich glaube, es gibt noch einen Feuergolem.
ich fürchte, der dann Feuergolems. Piff, deiner. Ist gut. Ey, nimm das Echsenschwert. Nichts zu holen. Die Echse selber hat wieder nichts dabei. Gib ihm. So, Biff, der Rest ist für dich. Biff, los geht's. Lass dich nicht runterstoßen. Lass dich nicht... Oh mein Gott, war das knapp. Da ist nichts zu holen. Oh mein Gott, war das knapp. Biff, du weißt schon, dass mit dem Rücken zum Abgrund stehen, wenn ein Golem vor dir steht, eine blöde Idee ist, oder? Deswegen sage ich's dir. Oh mein Gott, war das knapp. Der hätte ihn fast gehauen. Habt ihr es gesehen? Fast hätte er ihn gehauen. Und dann wäre er aber rückwärts in den Fluss gefallen oder sonst wohin. Wahrscheinlich wäre er nicht tot gewesen mit der fetten Rüstung, aber trotzdem. Trotzdem. Naja, komm. Speichere ich nochmal. Was? Ziemlich brenzliche Gegend hier. Geh du vor. Ich halte mich im Hintergrund. Was? Nein! Warte mal. Ich kann den Drachen doch nicht alleine besiegen. Tja. Okay. Haha. Der war gut, Biff. Der war gut. Biff, ich brauch dich. Biff, Hilfe! Biff? Willst du vielleicht mal eine Waffe ziehen? Wäre echt Knorke. Dumpidum. Das war blöd. Das ist besser. Oh mein Gott. Warte mal. Sorry, dass ich dich ja gerade angehauen habe. Ich gebe dir mal ein paar Heiltränke. Das hast du dir verdient. Klar. Zieht er sich einfach zurück, als ob ich hier allein durchkommen würde. Warte Mann, mal. Du faule... Nein, nicht faul. Feige Sau. Feige Sau trifft's ganz gut. Brauchst Platz. Mann. Weil ich hier wahrscheinlich einfacher durchkomme. Ich probiere das mal eben aus. Komm, das geht doch sicherlich besser, wenn ich nicht blind da reinrenne und ihn beide machen lasse. Und dann auch noch treffe. Mein Gott. Wie dumm von mir. Ja, hast du schon gesagt, wissen wir. Deswegen. Mach jetzt folgendes. Naja. Zumindest einen habe ich einmal getroffen. Okay. So. Das hat funktioniert, sehr schön. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Könntest du bitte... Nein! Ach, verdammt. Und jetzt lade ich noch den falschen Spielstand. Oh mein Gott, was ist heute los? Wisst ihr was? Ich werde das Ganze beim nächsten Mal weitermachen. Da. Hier. So. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn ich mich hoffentlich besser mit den Echsenmenschen anlege. Wobei, komm schon, letzter Versuch. Wenn ich hier ganz am Rand hochgehe, schaffe ich es nicht. Ich gehe immerhin 3 auf einen. Dann hauen die mich nieder. Nee, das klappt nicht. Alles klar. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann schauen wir mal, ob ich es nicht irgendwie doch noch hinkriege. Wäre doch gelacht, ne? Also, bis dahin. Ciao.